Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, liebe Pfeifenfreunde, Tabakgenießer. Lange hat es gedauert jetzt. Ich möchte mich etwas dafür entschuldigen. Es kam einfach viel dazwischen, was es mir auch nicht ermöglicht hat, jetzt ein Video zu machen. Ich hatte einfach die Zeit nicht. Ich habe es in meinem Community-Post geschrieben. Ich war auch eine Zeit lang dann krank. Und es hat einfach das eine nicht aufs andere gepasst, dass es hätte zu einem Video kommen können. Dafür jetzt in alter Frische möchte ich wieder starten mit einem Tabak und einer Pfeife. Auf den Tabak komme ich gleich zu sprechen. Es ist natürlich einer aus dem Ranking. Vielleicht habt ihr es noch nicht vergessen. Es ist ein Tabak von Marco, ein Bröbchen. Und der wird verraucht in einer Georg Jensen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Im Anschluss hänge ich euch noch ein paar Bilder ran. Und zwar ist es eine ungefilterte Georg Jensen. Die, ich hoffe, es fokussiert, ich probiere es einfach mal so, für mich eine wunderschöne Maserung hat. Am Ende hier so diese Bird Eyes und am Holm auf beiden Seiten, so wie vorn, dieses nach hinten verschwimmende Grain. Ist eine wunderbare Pfeife, made in Denmark. Wie gesagt, Georg Jensen habe ich gebraucht, gekauft. Mit einem filterlosen Ebonit-Mundstück und einem mittleren Füllvolumen. Mir gefällt die Pfeife sehr gut. Ich werde mir die auch ablegen für Latakia-Tabake, starke Latakia-lastige Tabake. Denn ich bin etwas auf den Genuss gekommen, diese Tabake in filterlosen Pfeifen lieber zu rauchen. Ja, so viel zur Pfeife. Jetzt kommen wir zum Tabak und zwar, ihr habt schon gesehen, es ist der HU Port Latakia, bestehend aus Virginia, Latakia und Orient. Und der Latakia-Anteil ist hier nicht zu verachten, der liegt bei 50%. Und der Marco hat mir das ja alles wunderbar eingeschweißt und beschriftet. Und man kann trotz diesem Vakuum den Tabak so extrem rausriechen. Kenne den Tabak ja nur von Erzählungen und Videos her. Und ich bin etwas verschnupft, deswegen kann ich jetzt nicht allzu viel riechen, aber dieser Tabak ist so extrem, sage ich mal, von seiner Rauchigkeit her, dass er wirklich durch die Tüte, durch meine verstopfte Nase durchriecht. Den Tabak werde ich jetzt mal öffnen in mein Becherchen. Umfüllen und dann schauen wir mal, was der Geruch und das Tabaksbild macht. Also, bis gleich, bleibt dran. So, den Tabak habe ich jetzt umgefüllt in meinen kleinen Becher und ein Tabaksbild blende ich euch hier ein. Kommen wir zunächst mal zum Schnitt. Also, ich sage jetzt mal, das ist schon ein Loose Cut, vielleicht so ein bisschen Richtung Mixture, grob gerissenes Blattgut, sehr, sehr dunkel mit, man kann den Orient so ein bisschen erkennen, diese grünlichen Blätter, ein bisschen Virginia, der das ganze Tabaksbild aufhält und natürlich der dunkle Latakia, der hier deutlich überwiegt. Vom Geruch her, nach einem kleinen Kampf mit der Vakuumpackung, als ich sie geöffnet habe, strömt ein Geruch raus, der jetzt auch in dem Becher noch deutlicher zur Geltung kommt, wenn man direkt reinriecht. Und zwar ist es von Beginn an ein Rauchgeruch. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, an was mich das so erinnert. Und ich finde, das ist so, wenn man Lagerfeuer dann irgendwann löscht und man hat noch diese Kohle und diese Holzkohle übrig und es glimmt alles noch so ein bisschen vor sich hin. So finde ich, wenn dann noch so ein bisschen Rauchschwaden aufsteigen, so finde ich den Geruch.
Das ist sowas von verkokeltem Holz. Wie gesagt, wenn man Feuer macht und das Holz glimmt noch so ein bisschen nach, das Feuer ist eigentlich aus, aber es glimmt noch so nach und der Rauch steigt noch auf und genau so ist dieser Geruch. Unverkennbar für mich. Mit einer leichten Süße noch, vermutlich auch von dem Virginia, aber dieser Rauch, das ist wirklich, also ich könnte es für mich selber nicht besser beschreiben als dieses ausgehende Lagerfeuer, dieses dahinklimmende Holz, etwas Rauch, was noch aufsteigt. Eins zu eins, ich könnte mir nichts anderes vorstellen für diesen Tabak zur Beschreibung. Er riecht auf jeden Fall sehr rauchig. Ich bin gespannt, ob er was für mich ist. Ich habe noch keinen Tabak mit so einem hohen Latakia-Anteil und bin echt schon sehr, sehr lange gespannt auf diesen Tabak. Und werde ihn mir jetzt mal in die Pfeife stopfen und dann schauen wir mal, was das Wetter draußen macht. Gerade hat es richtig geregnet, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich stopfe mir meine Pfeife und gehe mit euch dann nach draußen und dann schauen wir mal, was der Tabak vom Geschmack so hergibt. Bis gleich. So, wir sind draußen, ihr seht, die Pfeife raucht schon. Aufgrund eines Regenschauers ist leider hier alles nass und ich werde das im Stehen machen. Es ist auch ein bisschen windig, deswegen habe ich die Pfeife auch schon entzündet. Ich kann euch aber sagen, die Pfeife hat super Feuer angenommen, also perfekt. Und ich hatte es letztens mit dir, Daniel, Blätterteig 44, genau über diesen Tabak und du hast mir erzählt, wie so deine Eindrücke waren davon. Und die besagten, dass dieser Tabak ein schönes Zusammenspiel hat mit dieser Rauchigkeit und dieser Süße vom Virginia. Und genau das kann ich auch bestätigen. Also der Tabak. Und deswegen rauche ich englische Mischungen gerne aus diesen ungefilterten Pfeifen, weil es einfach besser rüberkommt. Klarer rüberkommt für mich. Und ich kann bestätigen, dass diese Rauchigkeit genauso wie diese Süße, die im Geruch vorhanden waren, sich beim Rauchvorgang wiederfinden und ein wunderbares Zusammenspiel haben. Ich habe erst Angst gehabt, Sorge gehabt, dass der Tabak mir vielleicht zu rauchig ist, aufgrund des doch extrem hohen Anteils von Latakia. Aber ich muss sagen, dass diese Rauchigkeit aufgefangen wird, vermutlich von Virginia hier, mit Unterstützung auch vom Orient. Einfach so ein bisschen so eine Süße und so klein wenige florale Züge, muss ich sagen, die vielleicht auch von diesen ätherischen, von diesem ätherischen Orient vielleicht kommt. Das ist schwer zu sagen. Ich weiß ja immer, was drin ist. Deswegen ist man da auch immer ein bisschen beeinflusst, das auch herauszuschmecken. Aber vom Geschmack ganz unvoreingenommen. Rauch, Süße, ganz, ganz leicht floral, blumig. Was man aber nur mitbekommt oder wahrnehmen kann, wenn man so ein bisschen durch die Nase ausatmet und so im Rachenraum. Am Gaumen, Rachenraum ist Quatsch, am Gaumen so ein bisschen den Rauch noch belässt und dann ausatmet. Jetzt ist die Pfeife ausgegangen. Ich zünde sie nochmal nach, rauche wieder bis zur Hälfte durch und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen mal, wie sich der Tabak entwickelt. Bleibt dran, wir sehen uns gleich. So, also ich bin jetzt an der Hälfte von der Brennkammer angelangt. Der Tabak brennt richtig gut durch. Ich habe jetzt noch einmal nachfeuern müssen. Und der einzige Nachteil an ungefilterten Pfeifen ist halt, man hat halt die volle Tabakbreite
auch im Mund ab und zu, ja. Also nicht nur der genüssliche Rauch, sondern auch die Tabakblätter. Aber gut, dem kann man ja Abhilfe schaffen, indem man einfach ein paar Filterkristalle vielleicht unten reinlegt. Habe ich jetzt nicht zur Hand. Von daher halb so wild. Zum Tabak. Der Tabak wird in seiner gesamten Rauchdauer bis jetzt wirkt er kaum verändert. Rauchigkeit, Süße und dieses leichte Blumige verschwindet so ein bisschen im Hintergrund. Kann ich jetzt auch selbst durch die Nase ausatmen, durch das Retronasale nicht mehr so wahrnehmen. Aber ansonsten bleibt der Tabak genau in seiner Form wie beim Anzünden und den ersten Zügen kaum verändert. Vielleicht ein kleines bisschen kräftiger, stärker geworden. Ich muss auch sagen, von der Stärke her, es kann jetzt aber auch sein, dass ich nichts gegessen habe. Ich spüre schon, dass ich jetzt eine halbe Pfeife geraucht habe. Wie gesagt, mittleres Füllvolumen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Stärke angegeben ist. Ich blende euch hier oben einfach nochmal die Beschreibung vom Tabak ein. Ich empfinde ihn jetzt als mittelstark, würde ich sagen. Wenn ich jetzt was gegessen hätte, würde ich es wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Aber ein wunderbarer Tabak, dessen Fazit ich jetzt auch noch euch rüberbringen möchte. Mein Fazit, meine Empfehlung für Pfeifenraucher, die gerne rauchige, kräftige, vom Geschmack her kräftige Tabake bevorzugen, dennoch aber eine schöne Süße mit dazu haben wollen, für den ist der HU Port Latakia eine ausgezeichnete Wahl. Für meinen Geschmack gut, aber nicht so gut, dass ich ihn mir kaufen würde. Für mich ist er dann doch ein Ticken zu kräftig im Geschmack und zu rauchig. Aber eine super tolle Erfahrung, diesen Tabak mal zu rauchen. Ich werde auch die Probe, das sind mit Sicherheit noch zwei Füllungen, nochmal aus einer Meerschaum probieren und aus einer gefilterten und einfach gucken, wie sich der Tabak da entwickelt. Das wiederum sind natürlich immer nur Nuancen, finde ich, und die muss jeder für sich selber entscheiden oder herausfinden. Ich hinterlasse zu diesem Tabak meinen ersten Eindruck und der ist hier positiv, eindeutig, auch wenn es nicht genau meine Richtung ist durch diesen doch sehr hohen Latakia-Anteil, aber ein schöner, runder Tabak, der keine Zicken macht, der nicht brennt, der auf der Zunge ein schönes, rauchiges Aroma von auch geräuchertem, so ein bisschen geräucherten Käse, geräucherten Fisch, geräuchertes Fleisch so ein bisschen hinterlässt. Einfach dieses Raucharoma. Ja, also, ich will es nicht allzu lang in die Länge ziehen, das Video. Eine schöne Pfeife, darin ein schöner Tabak. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Seid auf jeden Fall wieder mit dabei das nächste Mal mit den zwei Eigenkreationen von Marco, dem Southern Spirit und dem Ghost Town Mystery. Die sind gleich abgestimmt worden. Mal schauen, welchen ich da zuerst wähle. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ansonsten bleibt gesund oder werdet wieder gesund. Bis bald, euer Sladdy. Ciao.